Ja, hallo, vielen Dank für diese schöne Einführung und vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, obwohl die Weihnachtsferien vor der Tür stehen. Ja, mit meinem Titel habe ich aber vielleicht auch etwas hochgegriffen aus der Matrix in die Realität. Im Wesentlichen geht es um das Zusammenspiel von Simulation und maschinellem Lernen und das Ganze am Beispiel der Bauteilprüfung. Mal angenommen, ich hätte es jetzt geschafft, was mit meinem Informatik-Hintergrund nicht so leicht ist, aus diesem CAD-Modell dieses echte Bauteil zu gießen. Das ist eine Pumpenhalterung für einen Motor. Dann möchte ich jetzt auch sicher gehen, dass das zum einen eben mit diesem Modell übereinstimmt, das ich vorher geplant habe, und zum anderen aber auch stabil genug ist, um in der Praxis eingesetzt werden zu können. Und deshalb lege ich das Ganze in meinen CT-Scanner rein. Also ich habe hier meinen Detektor, meine Quelle und das Objekt, das sich dreht, und mache jetzt so viele Aufnahmen, wie ich kann, aus allen möglichen Richtungen und rekonstruiere das Ganze anschließend, um das dreidimensionale Abbild zu erzeugen. Also statt eine Aufnahme zu machen aus einer Richtung, machen wir ganz viele Aufnahmen aus vielen Richtungen und rekonstruieren aus dieser Information dann das dreidimensionale Abbild des Bauteils. Um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier das Beispiel eines Phantoms. Also wir haben da einen Testkörper und da sehen wir jetzt halt eine Schicht draus. Und wenn ich jetzt nur eine Projektion anfertige und die quasi zurück in den Raum zurückprojiziere, was eben das Prinzip der Rekonstruktion ist, dann sehe ich zwar, dass in meinem Aufnahmeraum ein Objekt ist, aber mehr Informationen habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht. Wenn ich dann mehr und mehr Projektionen anfertige aus unterschiedlichen Richtungen, kriege ich auch mehr Informationen und dann bei 8 Projektionen kann ich schon erahnen, ah, das könnte mein Phantom sein. Und wenn ich dann noch mehr Projektionen hinzufüge, sehe ich mehr und mehr Details. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, das ist so eine Kugelschreiberspitze, also der kleine Ball von so einem Kugelschreiber mit Tesafilm befestigt. Und wenn ich das jetzt mit 4 Watt Leistung an der Quelle aufnehme, erhalte ich zwar ein recht scharfes Bild, wo ich dann sogar noch die Tesafilmstreifen sehe, muss aber dafür recht lange belichten. Wenn ich jetzt die Leistung höher drehe, muss ich nicht mehr ganz so lange belichten, allerdings verschwimmt auch das ganze Bild. Der Ball wird unschärfer und ich kann jetzt auch nicht mehr so diese Tesafilmstreifen auflösen. Das Bildrauschen ist damit eines der Artefakte, die eine automatisierte Auswertung erschweren und die Analyse der Daten eben beeinträchtigen. So könnten dann 2 CT-Scans aussehen. Einmal aus dem Qualitätslabor, schön ohne Rauschen. Hier kann ich meine Poren eigentlich recht gut erkennen. Und einmal aus der laufenden Produktion in 2 Minuten angefertigt. Hier tue ich mich schon sehr schwer, mit dem Auge die Poren zu erkennen. Und automatisierte Algorithmen tun sich da noch schwerer. Das herkömmliche Machine Learning funktioniert immer so, dass man einen beispielsweise filterbasierten Ansatz, wie vorhin präsentiert, verwendet, um sich Kandidaten für Fehlstellen rauszusuchen. Danach extrahiert man von Hand designte Features für jeden Kandidaten und führt dann anschließend eine Klassifizierung mit einem Random Forest oder einer Support Vector Machine. Also das sind alles so klassische Klassifizierungsalgorithmen. Genau, mit denen führt man dann die Klassifizierung durch und erhält dann am Schluss ein Bild, wo die ganzen Defektinstanzen segmentiert sind oder eben auch ein paar Falschpositive dabei sind. Genau. Und im Bereich Deep Learning ist das Ganze jetzt auf einen Algorithmus zusammengeschrumpft. Und dafür verlagert sich das Problem mehr auf den Input. Das heißt, ich brauche wirklich gute Daten, um das Netz trainieren zu können, um es dahin zu bringen, sich selbstständig zu überlegen,
Was muss ich machen, um Kandidaten zu finden, welche Features brauche ich und wie klassifiziere ich das Ganze. Und das große Problem ist jetzt, dass wir nicht nur präzise Annotationen für einen Defekt brauchen oder für ein paar hundert. Wir brauchen Annotationen für Defekte in der Größenordnung mehrerer hunderttausend annotierter Defekte. Also das sind ganze Volumen. Und die Lösung des Problems ist eine automatisierte Simulationspipeline. Jetzt sind wir eben dabei, wie uns die Matrix bei dem Problem helfen kann. Wenn wir die Daten nicht von der Realität kriegen, erzeugen wir uns die eben selbst. Und dazu erzeugen wir einfache CAD-Modelle und platzieren Modelle von Defekten in den Bauteilen, um so ein bisschen die Realitätsnähe zu demonstrieren. Hier mal so ein Beispiel von unseren Daten. Und da haben sich jetzt auch so ein paar echte Ausschnitte mit eingeschlichen. Und gut, ich weiß jetzt, wo die simulierten Daten sind, aber wenn man das jetzt halt einfach mal so betrachtet, muss man schon genau hinschauen, um zu wissen, wo jetzt ein Echtbauteil ist. Also rot markiert sind jetzt hier die Simulationen und mit blauen Rahmen eben echte Ausschnitte. Hier zum Vergleich mal ein moderner Datensatz zum Trainieren von Straßenszenen, der Cityscapes-Datensatz. Der hat 20.000 Bilder und wenn man das Ganze nicht komprimiert, hat ein Bild ungefähr 6 Megabyte und der komplette Datensatz hat 120 Gigabyte. Das passt zur Not auch noch in den Hauptspeicher von zumindest meiner Maschine. Die 700.000 Defekte in den 675 CT-Scans, da wird es schon schwierig, weil da reden wir von 1,3 Terabyte und da muss man sich dann schon überlegen, wie man das macht. Vor allem, weil das Laden eines einzelnen Datensatzes, das sind 2 Gigabyte, das dauert auch schon. Und wenn man das nicht cached, dann erhöht sich dadurch auch die Trainingszeit. Das sollte man dann immer mit berücksichtigen. Zusammenfassend bleibt dann zu sagen, am wichtigsten ist ein guter Trainingsdatensatz. Dazu braucht man ein gutes Verständnis der Daten. Deshalb die ganze Tortur mit der CT-Theorie. Und die Daten müssen auch zum Anwendungsfall passen. Außerdem wichtig ist eine umfassende Evaluierung, weil das schafft Vertrauen, wenn wir sagen können, was kann gefunden werden und was nicht und wenn wir auch noch zeigen, wie gut die Ergebnisse im Vergleich sind. Und nur damit kann dann ein Deep Learning-basierter Ansatz auch wirklich bessere Ergebnisse liefern, zum Beispiel kleinere Defekte bei gleicher Bildqualität beziehungsweise gleiche Defekte bei einer wesentlich schlechteren Bildqualität zu finden. Und diese Deep Learning-Ansätze bieten dann noch den Vorteil, dass man sie eben auf spezielle Anwendungen bzw. spezielle Herausforderungen anpassen kann.